Herzlich willkommen zurück. Was finden wir wohl hier drin? Revelio. Das ist eine gute Frage. Will ich das wissen? Also die Antwort? Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Okay. Tolle Ausmaske. gut, hier ist nochmal ein Schloss. Hoffentlich. Ja. Nein, das war die falsche Taste. Revelio. Genau. Okay, hier mussten wir zwar Sieht nicht aus, weiter, als hätte Adelaide den richtigen Riecher gehabt. Hier können wir uns noch was holen. Können wir da irgendwie... Oh, Moment. Das ist sehr schön. Ja, geil. Können wir da hinten auch noch irgendwas... Können wir hier... Nee, hier können wir nicht mit dem Besen fliegen, ne? Nee. Aber wie sollten wir denn da hochkommen? Das ist eine gute Frage. Naja, gut. Okay, wir gehen jetzt erstmal hier noch das Stück weiter. Hinten sind Kobolde. Moment, hier können wir erst noch mal eben was holen. Falsche Taste. Du wirst gar nichts tun. Ich finde das so geil, ich finde das so geil. Ich habe ja anfangs immer so ein bisschen Schiss gehabt. So, oh, Duelle, das ist so überhaupt nicht meins und so. Also hier drin. Contringo! Können wir uns da jetzt draufstellen? Okay. Revelio. Ah, okay. Dann schnappen wir uns diese... Ja, mal wieder Powertränke, die wir nicht mitnehmen können. Ist okay. Hier nicht noch irgendwas? Doch, da war doch noch was. Geld. Sehr schön. Ach, das geht runter und dann dreht sich das automatisch. Ah, okay. Gut zu wissen. Moment, da müssen wir jetzt... Also wir müssen nicht, aber da können wir noch hoch. Wie geht sie auf? Ach so, die Tür. Ja. Das ist eine gute Frage, aber da geht ein Rohr rüber. Kommen wir da hoch? Da können wir rüber. Ah ja, doch. So wie es aussieht, ja. Mal eben schauen. Geht's auch nochmal weiter? Moment, da ist noch was. Stehen bleiben, weiterlaufen, Mädel. Achso, das ist nur zum Einsammeln. Aber da kommen wir auch gar nicht hin. Oh Gott, das ist ja hier... Das ist ja endlos.
eingesperrt, Lärm. Komm da, da. Ich wollte noch kurz zu spät, um deine Fehler einzusehen. Mann. Ich sag, ich wollte noch Kruzion und die sagt zu spät, um deine Fehler einzusehen. Na toll. Die können die aber auch mal aufräumen, ne? Eieieiei. Okay, hier unten können wir noch was holen. Ih, was auch immer das gerade war. Es sieht eklig aus. Aber gut. Bombarda. Wollen wir nicht. Okay, na gut. Ich habe gedacht, vielleicht kriegen wir das Ding mal kaputt. Aus welchen Gründen auch immer. So, hier müssen wir noch rum. Da wollten wir ja vorhin hin. Vorhin hin, vor allen Dingen. Rebellion. Hier ist nichts, was wir einsammeln können. Ach so, das sind die. Ich wollte gerade sagen. So. Das können wir einmal entfachen. Rebellion. Reicht das schon? Oder muss ich jetzt noch mehr machen? Gucken wir mal. Na. Du, Leute, Mutter ist da. Die kleinen Gameplayerin wird größenwahnsinnig. Oh, sehr geil, sehr geil. Was haben wir denn hier eigentlich? Schon wieder die gleiche Statue. Ja, ist ja gut. Dann sagt mir doch einfach, dass da die Tränke drin sind und dann gehe ich da gar nicht erstmal hin. So. So, Frage ist jetzt, da können wir weiter. Das ist, glaube ich, das Einzige, wo wir hin können, ne? Ja. Da können wir weiter und da müssen wir weiter. Da können wir doch nicht weiter. Zumindest nicht. Was war das? Das ist sicher Mr. Oaks Zauberstab. Vielleicht kann er sich jetzt befreien. Okay. Wenn wir ihn finden. Also, da wird angezeigt, dass wir da hoch können. Ja, über die Treppe, ne? Hier sind auch nochmal Hochöfen. Geld schnappen wir uns natürlich auch wieder. So, ist hier noch irgendwas? Rebellion. Ich wollte gerade Bombarda machen. Erschreckt mich doch nicht so. Ja, aber das bringt uns trotzdem nichts, weil... weil wir ganz woanders hin müssen. Also beziehungsweise in die Richtung müssen wir schon. Aber hier nicht rum. Jetzt mal schauen. Das ist jetzt wieder das hier. Das heißt, theoretisch müssten wir hier unten rum. Da waren wir noch nicht. Ne? Rebellion. Bombarda. Da können wir rum. Rebellion. Okay, das da hinten ist aber abgeschlossen. Dann würde ich sagen, dann nehmen wir erstmal kurz die Sachen hier. Hier können wir auch rum. Nehmen wir natürlich alles mit, was wir kriegen können. Ist doch klar.
So, dann in diesen geheimen Gang hier nochmal rein, wo die Kiste ist. Okay. Gut, dann können wir hinten weiter. In der Hoffnung, dass wir hier richtig sind, aber normalerweise, ne? Wenn wir schon die anderen Sachen alle haben. Revelio. Ich frage mich, ob Adelaides Onkel. Ich weiß, dass ich mehr Ausdauer habe als du. Das ist ja ganz tot. Dein Revelio. Dein Revelio, okay. Sind wieder alles nur Tränke hier. Die wollen wir doch alle gar nicht. So, hier ist noch eine Kiste. Ihr müsst mich freilassen, das hört sich gut an. Okay, da ist er drin. Ich schaue hier nochmal kurz, ob wir irgendwas einsammeln können. Also ich nehme an, dass er da drin ist. Das ist das Einzige, was jetzt halt abgeschlossen ist. Hallo. Hallo? Mr. Oaks? Ja, ich bin hier. Sie haben meinen Zauberstab. Das Schloss dieser Zelle ist verzaubert. Mit so etwas habe ich schon meine Erfahrungen gemacht, aber ohne Zauberstab kann ich nichts tun, um es zu öffnen. Sie haben eine Tür zum Kesselraum erwähnt. Finden Sie ihn. Glücklicherweise habe ich Ihren Zauberstab schon, Mr. Oaks. Hm. Haben Sie ihn. Geben Sie ihn mir. Schnell, ehe Sie zurückkommen. Ich muss hier raus. Los. Mein Zauberstab. Oh, mein Gott. Danke. Ich würde sagen, muss ich Ihnen jetzt helfen? Geschafft. Mein Zauberstab und... Halt. Sie gehen noch zur Schule? Wir müssen Sie in Sicherheit bringen. Hier ist es gefährlich. Keine Sorge, Mr. Oaks. Ich kenne mich mit diesen Kobolden aus. Bei Merlin. Sie haben entweder viel Glück oder Talent. Wie haben Sie mich gefunden? Adelaide schickt mich. Sie war besorgt wegen ihrer Geschäfte mit Renrocks Anhängern. Und das zu Recht. Ich konnte mich nicht an die Vereinbarung halten. Und als ich das sagte, landete ich mit verbundenen Augen hinter Gittern. Ich war so lange in dieser höllischen Zelle, dass sie mich ganz vergessen haben. Ich habe sie belauscht. Könnte ich sie doch nur belohnen. Die verfluchten Kobolde haben mir den letzten Knut geklaut. Ich kann nur Danke sagen. Vielen Dank. Das reicht mir schon. Sie meinten, Sie hätten etwas aufgeschnappt? Es ist eine traurige Geschichte. Ich glaube, ich weiß, wann Ranrocks Rachefeldzug gegen die Zauberer begann. Die Drachenzucht wurde zwar durch den Zaubererkonvent von 1709 verboten, aber Ranrock stolperte über ein illegales Drachenlager. Er war noch jung. Er fand die Wesen faszinierend. Er besuchte das Lager heimlich, so oft er nur konnte, und ließ sich niemals erwischen. Nach wochenlanger Beobachtung fasste er endlich den Mut, mit dem Anführer der Zauberer zu reden. Ranrock wollte sich ihnen und den Wesen anschließen. Der Zauberer hatte seinen Stab verloren. Das war Ranrocks Gelegenheit. Er hob ihn auf und gab ihn zurück, um sich vorzustellen. Der Anblick eines Kobolds mit einem Zauberstab machte den Zauberer rasend. Er prügelte Ranrock fast zu Tode. Seitdem hasst Ranrock alle Zauberer und Hexen. Er hält uns alle für grausam. Stimmt es, dass Sie Koboldergag sprechen? Ja, was Ranrocks Unholde aber nicht wussten. Ich war der Koboldkultur schon immer zugeneigt. Ich wusste schon als Kind, dass ich mal Metallhändler werde. Es war nicht einfach, die Sprache zu lernen. Sie müssen wissen, sie ist sehr komplex. Und mein Gedächtnis ist so schwach wie meine Knie. Aber nach jahrzehntelanger Arbeit mit netten Kobolden konnte ich sie recht gut. Zumindest meiner Meinung nach. Freut mich, dass ich Ihnen helfen konnte, Mr. Oaks. Adelaide hält große Stücke auf Sie. Und ich auf Sie. Sie kennt sich mit meinen Handelsgewohnheiten aus. Studiert stets meine detaillierten Eulen. Hätte ich mich doch nur nicht mit diesen Unholden eingelassen. Ich habe meine Lektion gelernt. Mein Zauberstab, wie das Wiedersehen mit einem alten Freund. Ich muss nach Hause und Adelaide sagen, dass es mir gut geht. Kommen Sie zurecht? Ich komme zurecht, Mr. Oaks. Gehen Sie zu Adelaide. Sie macht sich noch viel größere Sorgen. Ich möchte unbedingt meine liebe Nichte sehen. Und danach will ich eine Reise unternehmen, die mich möglichst weit fortführt. Ich danke Ihnen. Möge das Leben Sie für Ihre Taten reich belohnen. Alles Gute. Ja, gerne. Mr. Oaks hatte Glück. Ren
Ranrocks Haufen hätte ihn nie freigelassen. Nee, definitiv nicht. Ja, somit haben wir das Ganze abgeschlossen. Ich warte jetzt noch einen kleinen Moment, weil meistens reden dann irgendwelche Leute in mich rein, wenn ich irgendwas abgeschlossen habe. Aber scheinbar jetzt dann doch nicht. Dann schauen wir mal, was wir noch an Aufträgen haben. Ich verstehe immer noch nicht. Wirke, ach so, Depulso. Depulso auf einen, kannst du mal hier unten bleiben? Auf einen levidierten Gegner. Ich suche mir jetzt draußen in der Welt mal ein paar Gegner und ich habe immer noch keine Ahnung, was levidiert heißt. Wahrscheinlich meinen die damit, dass er schwebt. Ich bin mir nicht sicher. Aber ich versuche es mal aus. Ich versuche mal ein paar Kombinationen aus, wenn das nicht funktioniert. Und wenn das dann durchgehen sollte, dann... Achso, ich wollte gerade sagen, Trollpopel hatte ich doch schon. Dann könnten wir das Ganze noch eben hinten ranschieben, hier die Aufgabe. Bis gleich. Revelio. Levioso. Ja. Yes. Du gehörst mir, Demigeist. So, also wir haben noch eine Demigeist-Statue gefunden und warum auch immer der jetzt angezeigt hat, dass wir jetzt noch hier gehen müssen. Und wir müssen mal kurz warten auf den Tag. Du hast maßgeblich zu Dankensruf beigetragen. Ja. Und es war tatsächlich so, ihr müsst mit, nicht Wingardium Leviosa, mit dem anderen Schwebezauber, den ersten, müsst ihr den Gegner hochheben und dann müsst ihr Depulso verwenden. Warum guckt ihr jetzt gerade so? Ich sehe ein Einhorn. Ich sehe, dass ich krank werde. Oder eine Allergie entwickle. Das kann natürlich auch sein. Professor Unheil weiß unheimlich viel. Hallo Adelaide. Wie geht es dir und deinem Onkel? Dank dir geht es uns gut. Je mehr ich über Ranrocks üble Bande höre, desto erstaunter bin ich, dass mein Onkel überlebt hat. Ich habe seine alten Briefe durchgesehen und darin wichtige Details zu Vorkommen seltener Metalle bemerkt. Ich glaube, Ranrocks Schurken hatten es auf diese Vorkommen abgesehen und brauchten dafür das Wissen meines Onkels. Er wäre freiwillig in dieser Zelle verrottet, nur um mich zu beschützen. Leute, ganz ehrlich, was ist bei euch nicht in Ordnung? Ist heute Tag der Rammler oder was? Hast du noch mehr Details aus den Briefen, die mir helfen können? Oh, ja. Onkel Roland war nicht sicher, aber er glaubte, die Kobolde hätten darüber gesprochen, etwas in Koboldsilber einzugießen. Er war nicht sicher, was sie meinten, aber die Art, wie sie darüber sprachen, war ihm nicht geheuer. Du hast meinen Onkel eindeutig vor großem Unheil bewahrt. Ja, das Unheil ist gerade um dich herum, habe ich so das Gefühl. Alles halb so wild. Ich bin froh, dass dein Onkel in Sicherheit ist. Ich auch. Es war eine Erleichterung, ihn wiederzusehen. Ich habe ihm gesagt, er müsse jetzt vorsichtiger sein. Und ich bin jetzt auch jedes Mal viel wachsamer, wenn ich das Schulgelände verlasse. Ich meine, auf der einen Seite ist es ein ganz lustiger Bug jetzt gerade gewesen. Na, kriegt er das noch hin? Oder, ja, sie stellen sich jetzt alle der Reihe nach. Das ist natürlich sehr intelligent. Die drehen sich jetzt, ich glaube, die spielen die Reise nach Jerusalem oder so. Aber ohne Tische und so. Weil irgendwie keiner bewegt sich da so richtig vom Fleck. Nö, die drehten sich da quasi alle nur gegenseitig. Ich hoffe, keine Ahnung. Die Aufgaben waren fordernd genug für sie. Ja, für die anderen anscheinend zu fordernd. Die sind total durchgeknallt dabei. Ich habe alle Aufgaben erledigt, Professor Onai. Sehr gut gemacht. Obwohl ich zugegebenermaßen so etwas wie eine Vorahnung hatte, dass sie es schaffen würden. Da sie zweifellos ihre Wahrnehmung durch meine Aufgabe geschärft haben, frage ich mich... Sie wissen,
dass die Gegenwart und die Vergangenheit Spuren des Kommenden offenbaren können. Was sehen Sie also in Ihrer eigenen Zukunft? Ich sehe Macht. Nee, das ist... Also schon, aber das hört sich so nach Slytherin an irgendwie. Ich spüre Gefahr. Ja. Aber ich sag mal, ich sehe Triumph, weil wir dann am Ende gewinnen werden. Es wird sicher nicht einfach. Aber am Ende wartet der große Triumph. Sehr besonnen. Meiner Erfahrung nach triumphieren wir am häufigsten, wenn wir Schwierigkeiten gemeinsam durchstehen. Der Regen fällt nicht nur auf ein Dach, wie mein Mann zu sagen pflegte. Aber das Gerede über morgen sollte uns nicht von ihrem jetzigen Erfolg ablenken. Ich informiere unsere stellvertretende Schulleiterin über ihre vorbildlichen Leistungen. Und wenn diese Leistungen ein Omen für ihre Zukunft sind, dann bin ich mir sicher, dass wir noch Großes von ihnen erwarten dürfen. Lenken Sie Ihre Magie auf das Ziel. Sie haben den Dreh raus. Möchten Sie den neuen Zauberspruch an der Puppe üben? An der Puppe? Ach so, da hinten. Die Frage ist eigentlich eher, wo stecke ich den jetzt überhaupt noch hin? Also ich habe überhaupt gar keinen Platz. Ach, wo ist er denn jetzt? Da oben. Nehmen wir den mal. Ja, doch. Unsichtbarkeit muss ich vielleicht ein bisschen schneller haben. Ja, das ist doch. Sie haben den Dreh raus. Ist ein Kraftzauber, der Objekte nach unten bewegt und Feinde zu Boden schleudert, wodurch eine Schockwelle entsteht. Okay. Wann müssen Sie aufhören, sich vorzubereiten und Ihre neuen Fähigkeiten außerhalb des Klassenzimmers erproben? Ja, toll. Heißt das so viel wie, geh mir nicht auf den Sack und mach jetzt alles, was du machen willst, woanders. Na toll. Na gut, dann würde ich sagen, dass wir in der nächsten Folge was von der Hauptstory weitermachen. Oder von der Nebenstory der Hauptstory, wenn man so will. Ich würde gerne mit Sebastian sprechen, bevor wir mit der kompletten Hauptstory weitermachen. Den müssen wir dann folgen, um zur Krypta zu gehen. Ja, und ich würde sagen, dass wir dann hier erstmal einen kleinen Cut machen. Das ist gerade so ein schöner Moment. Und dass wir dann mit der Story mit Sebastian in der nächsten Folge weitermachen werden. Bis dann. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, darfst du mich auch gerne abonnieren.